Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Nach zu später Stunde hier aus Wien. Wir waren ja gestern noch in Prag und sind dann gestern von Prag aus hierher nach Wien gefahren. Hallo liebe Sabrina, schön, dass du dabei bist. Und da möchte ich was mit dir teilen, denn als wir gestern aus Prag losgefahren sind, es war schon so gegen Abend, es hat in Strömen geregnet und wir standen auch im Stau. Hallo, lieber Werner. Und ja, hatten so das Gefühl, aus Prag kommen wir nicht raus. Und unterwegs macht es dann Bing auf dem Handy und ich lese eine WhatsApp-Nachricht von meinem Sohn, dass mein Auto, er hat ja, also die Kinder, meine Tochter natürlich auch, dürfen sich abwechseln, wer jetzt mit meinem Auto ja, fahren darf, weil wir mit dem Auto von meinem Mann unterwegs sind, dass mein Auto nicht mehr will. Anscheinend ist da Benzinpumpe kaputt oder irgendwas funktioniert auf jeden Fall nicht. Und da habe ich mich wieder so zurückerinnert an mein früheres Leben. Hallo, liebe Caroline. An mein früheres Leben, als ich ja noch im öffentlichen Dienst gehockt hat, am Schreibtisch, was diese Situation dann nochmal mit mir gemacht hätte, wenn ich diese Botschaft gekriegt hätte. Ich habe das dann ja nicht als Botschaft gesehen, sondern als Hiobsbotschaft. Auto ist defekt. Da ging natürlich sofort nochmal das Geldsorgenprogramm los. Was kostet das jetzt wohl wieder? Wie kriege ich das Geld jetzt zusammengekratzt für die Werkstatt? Ja, und so das Ganze, die ganze Litanei. Wenn Auto in der Werkstatt ist, wie komme ich dann auf die Arbeit? Und solche Dinge eben. Ich denke, solche Situationen kommen dir bekannt vor. Hallo, liebe Sylvia. Ach, wie schön, dass ihr heute noch um diese Zeit hier so aktiv seid. Schön, euch zu sehen. Schenkt mir doch gern mal ein Herzlein oder einen Daumen hoch, dass ich auch weiß, dass ich gut zu sehen und zu hören bin. Genau, und das wollte ich einfach mal mit dir teilen. Ich kann mir gut vorstellen, dass du solche Situationen einfach kennst, wo die Monate zu lange dauern als das Geld. Und auch wenn ich eigentlich recht gut verdient habe im öffentlichen Dienst, aber trotzdem hatte ich so eine Gabe, dass das Geld immer schneller weggeflossen ist, als es zu mir kam. Oder wenn ich dann Dankeschön. Wenn ich dann mal ein bisschen mehr bekommen hatte, dann war es auch wieder ganz schnell weg. Was hat das jetzt mit dem Seelenplan überhaupt zu tun? Im Prinzip ganz einfach. Wenn wir Dinge tun, die nicht zu 100%, also wirklich zu 100% dem entsprechen, was auch unserem Seelenplan entspricht, was unserem Herzen entspricht, was wir wirklich, ja, machen möchten, was unserer Aufgabe entspricht. So nach dem Tenor auch die Frage, die ich da immer gerne stelle, die du dir auch mal stellen darfst. Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Warum fällt es auf der anderen Seite natürlich auch nicht ganz so leicht, da eine Antwort drauf zu bekommen? Oder wir bekommen die Antwort schon, sondern wir lassen sie eher nicht zu, weil diese Dinge, die uns da ans Bewusstsein kommen, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt, die sind meist so banal für uns und so selbstverständlich, dass wir denken, ja, damit kann ich ja einem anderen Menschen nicht helfen, das ist ja so selbstverständlich oder wie will ich denn damit Geld verdienen, weil wir es ja auch nicht gelernt haben, überhaupt unseren Seelenplan zu entdecken und damit dann auch noch Geld zu verdienen. Das sind so die Dinge, die uns dann einfach so schwer fallen, da, na, ich muss mal einen Schluck Wasser trinken, sorry, die uns dann einfach so schwer fallen, da eine Antwort drauf zu bekommen, beziehungsweise die Antwort zuzulassen und dann natürlich auch noch die Vorstellung zuzulassen, damit eben dann auch Geld zu verdienen. So, jetzt geht's wieder. Und wo war ich stehen geblieben? Genau. Das ist schon mal das eine Thema. Das heißt,
Wir suchen uns ja da irgendwie einen Job, machen uns eine Ausbildung oder ein Studium des Studierens willens und machen dann irgendwie einen Job, was auch immer es ist, um damit Geld zu verdienen, um unseren Lebensstandard uns zu ermöglichen und ja, über die Runden zu kommen, mehr oder weniger. Und nicht nur, dass uns das viel Kraft und Energie kostet, langfristig gesehen, dass wir dann tagsüber Dinge machen, wo wir denken, so wie mir das ja auch früher ging, was mache ich hier eigentlich? Ich fühle das in mir gar nicht mehr, hier jetzt tagsüber im Büro zu hocken und Dinge zu tun, wo ich für mich jetzt nicht die Erfüllung drin sehe. Wo ich für mich jetzt nicht sehe, okay, das ist wirklich etwas, wo ich mittags rausgehe aus dem Büro, total erfüllt bin und denke, wow, wie sehr hast du anderen Menschen heute geholfen? Was für einen Mehrwert hast du heute erschaffen für andere Menschen oder wie konntest du heute andere Menschen inspirieren oder solche Dinge? Ja? Und das kennen wir alles nicht. Das haben wir ja, das ist ja noch nicht üblich in unserer Gesellschaft hier. Das ist das eine Thema, der eine Schritt, den es zu überwinden gilt. Und das nächste, was hat das jetzt mit dem Thema Geld zu tun? Und da kommen wir nochmal zu der Eingangsgeschichte, die ich dir gerade erzählt habe von gestern. Wenn wir in einem Angestelltenverhältnis irgendwo sind, sind wir ja immer nach gewissen Vorgaben, egal ob das jetzt öffentlicher Dienst ist, wie das bei mir war, wo ich eigentlich nur recht hoch eingestuft war, oder ob das sonst irgendwo ist. Man ist ja immer in irgendeiner Gehaltsgruppe drin, entsprechend des Alters, der Betriebszugehörigkeit oder keine Ahnung. Irgendwelche Richtlinien gibt es ja da immer. Und dann haben wir einfach keine Chance, über eine gewisse Einkommensgrenze hinwegzukommen. Das heißt, Monat für Monat bekommen wir einmal im Monat Geld, Summe X, egal was es ist, und haben dann gelernt, mit dieser Summe X 4 Wochen über die Runden zu kommen. Wie auch immer. Und wenn dann solche Geschichten geschehen, das Auto plötzlich kaputt ist oder keine Ahnung, die Waschmaschine kaputt geht oder irgendwas ist, und wir keine Rücklagen gebildet haben, dann sind das natürlich schon Herausforderungen. Beziehungsweise im Hinblick auf Rücklagen gebildet haben, ist auch so eine Denke, die in unserem Bewusstsein ist. Wir kommen gar nicht auf die Idee, weil wir das auch nie gelernt haben, hat uns ja auch niemand beigebracht und das ist im Angestelltenverhältnis auch nicht möglich, sein Gehalt oder sein Einkommen so zu bestimmen, wie man es einfach gerne haben möchte, um sich den Lebensstandard, das Leben so zu erlauben, wie es einfach auch zu einem passt. Und vor allem, was man uns im Hinblick auf Geld auch nie beigebracht hat, was wäre, wenn Geld dann einfach immer da wäre? Wir haben ja ganz viele Mangelprägungen mit Geld. Wir glauben alle, es ist zu wenig Geld da. Und mit diesem Glauben, mit dieser Gedankenfrequenz schicken wir das hier raus. Mangel, wenig Geld da, ich habe kein Geld. Ich kann auch nur einmal im Monat Geld bekommen, mehr geht eh nicht und es steht mir nur diese und diese Summe im Monat zur Verfügung. Indem wir das raussenden, erschaffen wir uns ja unsere Realität im Außen. Das Universum sagt immer, dein Wunsch ist mir Befehl. Und da wir so eine Mangelprägung im Hinblick auf Geld haben, hallo liebe Eva, hallo liebe Anja, da wir so eine Mangelprägung an Geld haben, senden wir ja entsprechend diesen Mangel raus. Und dann kann natürlich nicht mehr zu uns fließen, weil und solange vor allem wir auch in dieser
Prägung drin sind, irgendwo im Angestelltenverhältnis zu arbeiten, können wir auch nicht mehr Geldenergie in unser Leben ziehen. Und dann erschaffen wir uns natürlich auch solche Situationen, wie ich sie von mir früher auch nur zu gut kenne. Wenn dann solche Dinge geschehen, Auto plötzlich kaputt, was kostet das, wie komme ich jetzt wieder über die Runden und, und. Und deshalb hängt das Thema, den Seelenplan zu entdecken, ihn zu leben, auch primär so sehr zusammen mit dem lieben Thema Geld, sich nämlich auch zu erlauben, sich das Leben so zu kreieren, wie es einem wirklich entspricht, dem eigenen Herzen, auch dem Seelenplan entspricht und sich auch der Geldenergie entsprechend zu öffnen, die ja definitiv da ist, wie alles an Energie da ist. Auch wir sind ja Energiewesen. Und so können wir ja auch nur die entsprechenden Energien zu uns ziehen, die da sind. Und so können wir auch die Geldenergie eigentlich in der Größenordnung zu uns ziehen, wie wir sie eigentlich haben wollen. Nur wir haben so viele Begrenzungen und Ansichten und Prägungen und wir haben auch, habe ich bei mir auch entdeckt, viele Schuldgefühle in uns. Ich habe mich früher so als Kind immer gefragt, bin ja katholisch aufgewachsen, gehört zwar inzwischen keiner Kirche mehr an, aber wenn ich so Jesus am Kreuz gesehen habe, habe ich immer gedacht, warum kommen da Schuldgefühle in mir auf? Ich habe doch gar nichts eigentlich damit zu tun, ich lebe doch jetzt. Und da sind so viele Themen in uns ganz, ganz tief im Unbewussten verborgen. Schulden im Außen haben auch was mit Schuldgefühlen im Innern zu tun. Nur mal als Beispiel, ich will das jetzt gar nicht so im Detail da auseinanderklabustern. Ich möchte dir nur mal bewusst machen, wie sehr wir da in Mangelprägungen drin sind und glauben, es ist nicht genug Geld da, beziehungsweise uns der Geldenergie verschließen. Und uns dann solche Situationen schaffen, wenn dann einfach mal, ja, wie bei mir jetzt Auto kaputt und früher, es wäre ein Riesendrama dann einfach nochmal gewesen, zu gucken, wie kriege ich jetzt das Auto repariert und, und. Oder ja, wie komme ich jetzt den Monat über die Runden? Und schau mal, wenn man dann wirklich mal gewisse, mal, ja, gewisse Schritte gegangen ist und wirklich seine Ängste und Zweifel überwunden hat und sich dazu committet hat, jetzt wirklich mal Schritt für Schritt seinen Seelenplan zu entdecken, den auch zu leben und sich auch der Geldenergie zu öffnen, die wirklich zu einem passt. Und ich spreche da jetzt nicht von 1000 Euro im Monat und ich spreche auch nicht unbedingt von 100.000 Euro im Monat, sondern die Geldenergie, die wirklich zu einem passt, dass man sich das Leben so gestalten kann, wie es einem einfach gefällt, wie es einem passt. Bei uns als vierköpfige Familie bewegt sich das schon im fünfstelligen Bereich, dass wir uns einfach dort aufhalten können, wo es uns eben gerade gefällt. Such dir den Geldbetrag aus, der einfach zu dir passt. Und ich lade dich dazu ein, dich wirklich dazu öffnen, dem Gedanken, dass auch diese Geldenergie, die du gerne hättest, die zu dir passt, die du gerne jeden Monat zur Verfügung hättest, dass die auch zu dir fließen möchte und auch kann, wenn du dich denn diesen Themen eben auch widmest, die da tief in dir verborgen sind, im Unbewussten, im Unterbewusstsein, an Mangelprägungen und, dass du die löst und dann ist das auch möglich. Und das funktioniert einfach am einfachsten und am besten im ersten Schritt wirklich dir zu erlauben,
deinen Seelenplan hier genau hinzuschauen, dir die Frage zu beantworten, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Was ist das eine Ding, was dich ausmacht, wo du anderen Menschen ein Problem lösen kannst? Dass du im zweiten Schritt dir natürlich auch die Anleitung dazu holst, genau wie du dich eben auch am Markt platzierst und zeigst, sodass die Menschen, denen du helfen kannst, hallo liebe Karin, dass die dich auch finden und dass die es auch kaum erwarten können, eigentlich mit dir dann auch die Lösung zu ihrem Thema zu finden. Weil letzten Endes mit deinem Seelenplan bist du Problemlöser für andere Menschen. Und der dritte Schritt ist einfach, dass du dir dann eben auch erlaubst, die Geldenergie in dem Maß in dein Leben zu ziehen, fließen zu lassen. Sprechen wir mal von ziehen, es ist ja alles eine Form von Energie. Diese Energie, diese Geldenergie in dein Leben zu ziehen, fließen zu lassen, die dir wirklich entspricht, dass du dir dein Leben auch so gestalten kannst, wie es dir wirklich gut geht. Wir haben da so eine Gabe, uns vieles einfach auch schön zu reden oder eben auch und sogar dafür zu loben, dass wir mit ganz wenig Geld auskommen. Unser Geist, unsere Seele, die brauchen vielleicht nicht unbedingt Geld, aber unser physischer Körper, was der Tempel ist, in dem unsere Seele wohnt und unsere Seele möchte sich ja wohlfühlen in dem Körper. Und der Körper, der hat nun mal Zellen, der hat Organe, die richtig gut funktionieren sollten, auch langfristig, dass es auch dem Körper gut geht. Und was braucht der Körper dazu? Eine gute Ernährung. Der will berührt werden, der will versorgt werden, der braucht eine gute Kleidung, der braucht gute Ernährung, braucht andere Wohlfühleffekte. Und dazu braucht es einfach Geld. Und wenn ich das jahrelang missachte, sei es, dass ich einfach, mein Körper hat mir viele Signale geschickt schon, körperliche Disharmonien in Form von Krankheitssymptomen, will ich jetzt gar nicht so im Einzelnen ganz lange auseinanderklabustern hier, aber ich weiß, wovon ich spreche, wo einfach ich viel, viel Energie, mehr Energie gegeben habe durch meine Arbeit, weil das nicht meinem Ding entsprochen hat, meinem Herzen, dann schickt der Körper irgendwann Signale und je länger ich das missachte, umso mehr schickt der Körper Signale und dann bin ich nämlich irgendwann wiederum in der Situation, dass nichts mehr geht oder nur noch ganz wenig geht und dann hängt es auch wiederum an dem Geld, dass ich dann noch mehr Geld im Grunde genommen brauche, weil ich mir vielleicht jahrelang vorher nicht die Ernährung gönnen konnte, die ich mir eigentlich hätte gönnen wollen oder sollen für meinen Körper, die ich mir dann aber zur Gesundung, zur Reparatur eigentlich gönnen müsste. Und dann sind wir noch einen Schritt weiter, wenn ich dann zum Beispiel gesetzlich krankenversichert bin. Kann ich mir auch wiederum nicht die Versorgung erlauben, wenn es wiederum am Geld liegt, die ich dann wirklich bräuchte, um meinem Körper alles zu geben, um mir den besten Arzt, die beste Behandlung oder keine Ahnung, was auch immer leisten zu können. Merkst du, wie sich das immer alles so im Kreis dreht? Also wenn ich zu 100%, wenn du zu 100% mal auch wirklich durch deine Ängste und Zweifel gehst. Du bist mit einem Seelenplan hierher gekommen, den gilt es zu entdecken und den auch zu leben und dich dann auch der Geldenergie zu öffnen. Auf dem Weg, in den Schritten funktioniert das einfach. Magdalena, schön, dass auch du dabei bist. Wie findest du denn deinen Seelenplan? Stell dir die Frage, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Das ist die simpelste, einfachste Frage, wo du mal auf die Schnelle, das heißt auf die Schnelle, wo du ansatzweise, ist der bessere Ausdruck dafür,
deinem Seelenplan näher kommst. Sei da ganz offen und ehrlich zu dir und schreib auch die Dinge auf, die du so für banal hältst, dass du denkst, das kann doch nicht meinem Seelenplan entsprechen, das können doch alle, weil da gibt es Dinge, die dich einzigartig machen, Magdalene. Was du für selbstverständlich hältst, was andere nicht für selbstverständlich helfen. Ich meine, mit den Menschen, mit denen ich in der Akademie arbeite, wo es dann wirklich auch um die weiteren Schritte geht, das sind so 9 Schritte, die wir da genau durchgehen, den Seelenplan zu entdecken. Vorher gibt es überhaupt mal noch ein Basisprogramm, dass wir überhaupt mal anfangen, anders zu denken. Das wird jetzt zu weit führen, da ins Detail zu gehen. Aber wenn wir an den Punkt kommen, wo wir uns den Seelenplan anschauen, da geht es auch darum, im Ganzen die Tiefe zu gucken. Dann gehen wir auch in die Lebensstory rein und finden da den roten Faden. Aber so mal auf die Schnelle hier, erster Hilfesatz, um deinem Seelenplan näher zu kommen. Stell dir die Frage, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Okay? So, und um jetzt nochmal auf das Thema Geld zu sprechen zu kommen, was ja eigentlich so das Thema hier ist, in diesem Beitrag, wo ich dir von meiner Situation von gestern geschildert habe, wo mir einfach nochmal bewusst geworden ist, wie das alles zusammenhängt und ja, wie erleichternd das ist, wenn du dir dann in solchen Situationen keine Gedanken um Geld machen musst. Dann ist halt Auto kaputt und nächste Woche wird es dann halt abgeschleppt und dann kommt es halt in die Werkstatt und dann wird es halt repariert, fertig, aus. Wenn du dich dieser Geldenergie einfach auch mal geöffnet hast und dich von den ganzen Schleiern und Prägungen gelöst hast, die ja über uns gelegt wurden, das macht vieles einfach auch leichter. Nicht nur die Geldenergie ins Leben fließen zu lassen, die du wirklich haben möchtest, sondern auch unter anderem nochmal dir zu erlauben, dein Ding zu machen und deinen Seelenplan auch wirklich zu leben. Und das sind so genau die Dinge, zum Beispiel, die wir am übernächsten Wochenende beim Moneyfreude-Seminar machen. Da starten wir freitagsabends, 18 Uhr bis sonntags um 17 Uhr, wo wir wirklich ganz tief hinschauen, was gibt es da an Schuldgefühlen, die aufzulösen sind? Was gibt es an Prägungen, die aufzulösen sind? Was gibt es an Blockaden, an Schleiern, die über uns irgendwann mal gelegt wurden, sei es in diesem Leben oder auch in früheren Leben? Was gibt es an Gedanken, die wir bewusst oder unbewusst aussenden, die einfach den Mangel immer wieder ins Leben ziehen? Ich meine, mit unseren Gedanken erschaffen wir uns ja im Außen unsere Realität. Und da gilt es einfach an diesen Punkten einfach auch, das sind so viele Schrauben, Stellschrauben, die man da drehen kann und auch sollte, damit das alles zu einer runden Sache wird, dass du nicht nur deinen Seelenplan entdeckst, sondern ihn auch lebst und eben auch die entsprechenden Geldenergie in dein Leben ziehst, beziehungsweise der Geldenergie, die ja da ist, dass du dir überhaupt auch mal erlaubst, in dein Leben zu fließen. Macht das Sinn für dich? Für wen macht das Sinn hier von euch, ihr Lieben, die hier zuschaut? Schreibt mir doch gerne mal ein Ja ins Kommentarfeld. Ich weiß zwar nicht, ob ich das jetzt so auf die Schnelle hier auf dem Handy sehen kann, aber ich kann es anschließend sehen. Das wäre schön. Und wenn du jetzt mal mit dem Herzen dahin lauschst und wirklich diese Zusammenhänge da mal erkennst, zwischen Seelenplan, ihn zu entdecken, ihn zu leben und damit eben auch der Geldenergie zu erlauben, die in dein Leben zu lassen, damit das zu einer runden Sache ist, dass du eben, ja, dir wirklich dein Leben mit einem Seelenplan so gestalten kannst, wie es dir entspricht, dann komm zum Moneyfreude-Seminar. Das findet übernächstes Wochenende in Traben-Trarbach statt. Das ist in der Nähe von Trier. Rheinland-Pfalz ist das, glaube ich, genau. Buch dir da ein Ticket, ich poste da gleich den Link rein und dann sehen wir uns. Und da kannst du dich wirklich mal von diesem ganzen Kram, von diesen ganzen Mustern und Prägungen, was es da einfach alles noch
verhindert. Kannst dich davon lösen. Hallo, liebe Evelyn, lieber Mike, vielen Dank. Dein Ja sehe ich, aber ich bin sicher, da kommen noch mehr Ja's. Okay, also das mal so nochmal zu verklaren, wie der Seelenplan, das Entdecken des Seelenplanes, das Leben des Seelenplanes und dann auch die Geldenergie, wie das eben alles zusammenhängt. Diese Schritte sind einfach notwendig. Um es zu einem wunderbaren Ganzen werden zu lassen. Okay? Und du bist ja auch hier, weil du nicht nur deinen Seelenplan entdecken möchtest, so heißt ja die Gruppe auch hier, sondern du möchtest ihn ja auch leben. Und wie gesagt, um den Seelenplan wirklich zu entdecken, mit denjenigen, mit denen ich in der Akademie, in meinem Coaching-Programm da ganz individuell arbeite, da gehen wir natürlich sehr tief rein, schauen uns die Lebensstory an, das ist was ganz Individuelles, aber nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, Magdalena. Magdalena, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Da kommst du, wenn du ganz spielerisch mit einer kindlichen Neugierde damals Brainstorming mit dir gehst, an das Thema auf jeden Fall ran. Ansonsten komm zum Moneyfreude-Seminar, da schauen wir uns die Dinge natürlich auch an und lösen vor allem das, was es da noch braucht, was gelöst werden darf, damit du endlich auch in die Situation kommst und der Monat nicht länger dauert als das Geld, sondern das Geld einfach zu dir fließt, in dem Stil, wie du es wirklich brauchst, damit dein Körper sich wohlfühlt, damit deine Seele, dein Geist sich in deinem Körper auch wohlfühlen, weil letzten Endes ist ja das Haus wie die Wohnung, die richtig schön geschmückt werden möchte und eine richtig gute Energie haben möchte, dass du dich in deiner Wohnung wohlfühlst, so möchte deine Seele und dein Geist dich auch wohlfühlen in deinem Körper. Und dazu brauchen wir einfach auch Geldenergie. Und das sind die Dinge, die wir wirklich ganz, ganz tief in 2,5 Tagen uns anschauen und lösen. Und das kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, zu diesem Seminar zu kommen, die Chance zu nutzen, und es wird so, so viel verändern. Wenn du kommst, bitte auch mit einer Offenheit und mit einer Neugierde. Wir werden da ganz viele Dinge machen, die ja schwierig auch zu beschreiben sind. Viele Dinge machen, die unser Kopf, unser Denker, wo wir den einfach nur als Beobachter einsetzen können, die wirklich tief gehen, die im Unterbewusstsein und Unbewussten vergraben sind, vieles aufdecken und lösen können. Du wirst da einen großen Schritt weiter sein, und es gibt ja auch anschließend, auch nach dem Seminar, dann noch eine 21-tägige Online-Begleitung und dann auch nochmal ein Online-Seminar. Die Basis ist dieses 2,5-tägige, hallo liebe Evelyn, dieses 2,5-tägige Seminar einfach vor Ort. Und da gibt es einfach so einiges, was man nur face-to-face machen kann. Und genau die Dinge machen wir da. Also lausch auf dein Herz, wenn sich das stimmig für dich anfühlt. Lausch dem ersten Impuls und dann sehen wir uns beim Moneyfreude-Seminar. Okay? Ganz liebe Grüße, eine herzliche Umarmung. Bis ganz bald. Ciao.